Und damit herzlich willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales 2. Wir haben hier im Garten schon einiges erreicht, sind aber immer noch, ja, wir sind immer noch nicht fertig. Wir müssen den Baum hier erschrecken oder sich unwohl fühlend machen. Das war jetzt kein richtiger deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Damit die Früchte grün werden. Wir müssen irgendwie an Honig kommen und wir müssen angeln. Und ich habe hier gerade schon gesehen, wir können hier einige Regenwürmer nehmen. Ich vermute als Angelköder. Die sind aus Arbors Topf. Ich werde doch nicht. Es ist nur Erde. Ja. Und da Ich leben sollte Mutter Regenwürmer. davon berichten, wie ihre Tochter hier in der. Naja, sie wäre begeistert. In der Erde wühlt. Genau. Wir haben hier Regenwürmer und wir haben eine Angel. Wenn Die wir die Regenwürmer kombinieren. geben gute Köder ab und sollten meine Erfolgschancen beim Angeln steigern. Ich hänge immer einen an den Haken, bevor ich die Angel auswerfe. Okay. Dann würde ich sagen, angeln wir doch einfach mal in dem Teich, in dem ja angeblich rote Heringe schwimmen. Ich habe nicht viel Ahnung vom Angeln, aber ich kann ja mal mein Glück versuchen. Angler Level 0. Wie vermutet, nichts. Allerdings, irgendwie habe ich das Gefühl, als wüsste ich nun etwas besser, was ich tue. Und wir erinnern uns, wir haben in der Bibliothek ja ein Buch gefunden, mit dem wir nichts anfangen konnten, weil unser Angler-Level zu niedrig war. Ich weiß nicht, wie hoch wir es grinden müssen. Ich schätze, dass ich einfach so lange üben kann, bis ich gut genug bin. Genau, wir machen einfach das Gleiche, was ich auch in WoW immer gemacht habe. Wir angeln so lange an einer Stelle, bis wir hoch genug im Level sind, um Fische zu fangen. Oder aber ich versuche eine Abkürzung, indem ich woanders mehr über das Angeln lerne. Oder aber wir probieren es weiter. Immerhin. Ein Klassiker. Ein Schuh, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das tatsächlich machen müssen, weil das Buch. Oh, ein roter Na Hering. endlich. Damit kann ich den roten Hering von meiner Liste streichen. Okay, das war ja doch ganz einfach. Gut, damit können wir den roten Hering von der Liste streichen. Mir ist ja gerade was eingefallen, und zwar, als wir Arbor das Buch über Holzbearbeitung gezeigt haben, hat er gemeint: Oh mein Gott, warum zeigst du mir das? Das ist ja schrecklich. Was hält denn der Busch davon? Können wir jetzt den Busch gar nicht zeigen? Okay, ich dachte. Ein Buch über Holzverarbeitung. Schleifen, schneiden, hämmern, all das. Ist das verbuggt oder? Okay, ich hätte es schwören können, wir können vielleicht den Busch damit Angst machen. Aber demnach nicht. Was können wir mit dem Vogelbart noch alles Im Vogelbad anstellen? ist nur noch sehr wenig Wasser. Ich Ja, glaube das aber, es. hatten wir schon. Sehr wenig Wasser im Vogelbart. Sonnenblumenkerne vielleicht? Nö. Gut, gehen wir mal zurück in die Bibliothek. Vielleicht können wir mit dem Buch über Angeln jetzt was anfangen. Auch wenn wir jetzt nichts mehr daraus brauchen, aber. Vielleicht habe ich jetzt genug Vorwissen, um das Buch verstehen zu können. Klar. Aha. Zweimal also. Was sie dreimal die Angel ins Wasser gehalten Wie? hat, versteht sie jetzt das Buch. Das Das war ist informativ. MMORPG-Logik. Auf 14. Wie hoch können wir unser Angler-Level grinden? Alles, was mir das Buch beibringen kann, weiß ich schon. Gut, dann ist jetzt hier auch alles erledigt. Wie kommen wir an den Honig und an die grünen Früchte? Vielleicht weiß das Medizinbuch mehr. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Essen Sie denn noch rote Früchte? Wir haben einen Metusstrauch im Garten, aber seine Früchte sind rot, nicht grün. Damit können wir nichts anfangen. Rote Metusfrüchte sind süß. Wir brauchen die sauren, grünen. Okay. Was gehört nochmal Was alles in sind den doch gleich Trank? die Zutaten für den Trank?
die grüne Frucht eines Metusstrauchs, ein Löffel Honig und ein roter Hering. Du musst alles mit etwas Wasser in eine Schale geben und zerstampfen, bis daraus ein dickflüssiger Trank geworden ist. Gut. Danke für das. Dafür. Das reicht mir dann. Dann haben wir hier nichts mehr. Also zurück in den Garten. An den Honig. Wie komme ich an den Honig? Ich glaube, Abo hatte irgendwas gesagt von wegen Imkerei und sowas. Also so ein Imkeranzug. Geräuchert sind sie ja schon. Was kann... Wegen des Tranks. Ja. Ah, okay. Nochmal. Gut, da kann er mir nicht helfen. Seit Nate wortlos abgereist ist, wittert Mutter ihre Chance, mich mit einem anständigen Elfenprinzen zu verheiraten. Ich habe bisher jeden Kandidaten erfolgreich vergrault, aber langsam verliert sie die Geduld. Okay, den abgebrochenen Schilfkopf. Können wir den mit irgendwas hier kombinieren? Ah, können wir den Metusstrauch erschrecken? Ja, perfekt. Ist mir gerade so eingefallen. Weil das ja eine Waffe ist, quasi. Hätte der Busch ein Herz, es hätte für ein paar Schläge ausgesetzt. Oh, oder grüne Früchte. Perfekt. Danke. Super, jetzt müssen wir nur noch irgendwie an den Honig kommen. Wir haben den trompetenförmigen Blütenkelch noch im Inventar. Den können wir aber hier mit nichts mehr kombinieren. Können wir den Stein auf die Bienen werfen? Können wir nicht. Aber was ist denn das hier? Eine Schaufel, ein Spaten. Das ist Abos kleiner Spaten. Er lässt seinen Kram ständig überall im Garten herumstehen, was Mutter natürlich wahnsinnig macht. Können wir den mitnehmen? Das ist Abos kleiner Spaten. Okay, ich darf nicht vergessen, ihn später zurückzugeben. Gut. Können wir den mit irgendwas kombinieren? Nö, können wir nicht. Einfach schön. Zwei Pflanzen, die sich gefunden haben und den Rest ihres Lebens gemeinsam verbringen wollen. So, das ist dann da auch erledigt. Können wir die flache Schale noch irgendwie weiter? Mutter gießt Wasser aus verschiedenen Karaffen in die Schale, um den Spiegel zu beschwören. Das tat sie früher fast täglich, um den Spiegel zu fragen, wer die schönste Elfe im Land sei. Seit der Spiegel vor einigen Monaten bei der Antwort zum ersten Mal kurz... Okay, das hatten wir schon. Der Rauch aus der Pfeife scheint die Bienen beruhigt zu haben. Sie laufen nur noch träge über das Nest. Okay. Der Rauch aus der Das heißt, ich könnte doch jetzt mit dem Spaten? Nee? Mit dem Schiffrohr? Ah, okay. Du hast Zapfhahn, oder? Der Rauch aus Abos Pfeife scheint die Bienen zu beruhigen. Okay. Das ist meine Chance. Hey, sonst geht's noch? Sorry, musste sein. Ich brauch Honig. Ich kann diese Zerstörung der Natur nicht gutheißen. Außer ich krieg die Hälfte vom Honig. Okay. Mehr brauche ich nicht. Der Rest ist für dich. Oh, das ist das gute Zeug. Die armen Bienen. Aber das muss reichen. Die Bienen brauchen auch noch was. Ja. Super, dann haben wir jetzt Honig, wir haben alles, müssen wir wieder zurück hoch, wo wir ja schon das Wasser in die Schale gegossen hatten. Und Cheep in die Spieluhr eingeschlossen, das dürfen wir nicht vergessen, dass da Cheep noch drin ist. Wir müssen den irgendwann da auch wieder rauslassen. Aber nicht, bevor ich nicht den Trank fertig gemixt habe. Wow, man kann riechen, wie sauer die Frucht ist. Boah, wenn die einfach so sauer Danke riecht. Danke für dein Opfer, kleiner Fisch. Okay, und das Honig. Ungefähr ein Löffel Honig. Gut, und jetzt? Mit dem Stein. Also mit dem Hirtenhund natürlich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier im Elfenhain nie etwas Ekelerregenderes zusammengemixt wurde. Wow, ich hoffe, das ist ein Scherz. Na dann, auf Exa. Ich weiß nicht viel,
Ich weiß nur, dass ich dieses Gebräu nicht trinken werde, bevor ich nicht noch einmal mit dem Medizinbuch darüber gesprochen habe. Okay. Ich will wissen, gegen welche Krankheit ein Trank helfen soll, der aussieht, als sei er schon mehrfach verdaut worden. Der hilft nicht gegen eine Krankheit, sondern der zeigt, welche Krankheit du hast. Und ich glaube, wir konnten hier direkt in die Bibliothek, richtig? Richtig. Also, Medizinbuch, ich hab den Trank. Hi. Na, wo drückt denn der Schuh? Ja, der Trank ist fertig. Der Trank ist fertig. Aber du erwartest doch hoffentlich nicht ernsthaft, dass ich das trinke. Du musst. Na dann, auf Ex. Oh, hi, Cheap. Cheap, es tut mir... Ja, ich weiß, aber... Das ist Medizin. Naja, ich hab dir doch gesagt, dass ich mich nicht gut fühle. Und das Medizinbuch hier meint, es könne etwas Ernstes sein. Sie muss es trinken. Eine saure Metusfrucht, süßer Honig und salziger Fisch. Das sollte Klarheit bringen. Können wir vielleicht noch eine zweite Meinung einholen? Es ist nicht so, als dass ich dein medizinisches Fachwissen anzweifle, aber vielleicht hilft mir auch eine andere Medizin als dieser Ekelcocktail. Wenn du wissen willst, was du hast, trink die Medizin. Wenn nicht, diskutiere gerne weiter mit mir. Okay. Gut, runter mit dem Zeug. Das ist ekelerregend. Hilft ja alles nichts, wir müssen es trinken. Das ist Medizin, die soll nicht schmecken. So ist es gut. Ganz austrinken. Gar nicht so schlimm wie gedacht. Eigentlich sogar ziemlich lecker. Könnte durchaus noch ein Glas davon trinken. Herzlichen Glückwunsch, Ivo. Du bist schwanger. Weil sie diesen Prank trinken kann und ihn auch noch lecker findet, ist sie schwanger. Okay. Ja, ne? Also ich meine, ist jetzt von der Diagnose her irgendwie, ne? Also, nein, das ist völlig unmöglich. Wenn er ihr schmeckt, ist sie schwanger und wenn nicht, dann ist es was anderes. Ja, dann gibt's Sinn. Du musst dich irren. Das ist es, meine Fehldiagnose. Du bist eine Elfe und sagst zu dem Trank, ziemlich lecker, ich könnte glatt noch einen davon trinken? Da sprechen die aus dem Gleichgewicht geratenen Hormone. Ich habe keine Hormone. Ich... Cheap ist bewusstlos geworden. Ja, jetzt geht er zu Mama petzen, ist schon klar. Das Buch hat einen Fehler gemacht. Ich kann gar nicht schwanger sein. Ich habe nie mit Nate zur Sommersonnenwende im heiligen Wasser gestanden und dort das Lied des Lebens angestimmt. Was? Wieso? Wie machen Menschen das? Ja, schickt eure Elfentöchter niemals unaufgeklärt in die Stadt, ins Land der Menschen. Elfen und Menschen können zusammen Kinder zeugen, aber ohne Sex wird das nichts. Seht ihr, wir hatten nie Sex. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber die Diagnose ist eindeutig. Tun wir mal so, als wäre ich schwanger. Dafür muss es doch eine Erklärung geben. Wenn wir ausschließen, dass das Kind auf natürliche Weise gezeugt wurde, wovon wir in diesem Fall einmal ausgehen wollen, dann bleiben nur noch die unkonventionellen Empfängnismöglichkeiten. Hast du mit einem Kobold einen Vertrag bezüglich eines Kindes abgeschlossen? Kind gegen Gold oder Königreich zum Beispiel? Nein. Sind dir Götter in Stiergestalt im Traum erschienen? Haben Engel mit dir gesprochen? Nein. Sind in letzter Zeit Sterne vom Himmel gefallen? Nicht, dass ich wüsste. Dann bleibt eigentlich nur noch ein Zauber oder ein Fluch. Aber das ist nicht mein Fachgebiet. Ich wünschte, es wäre so, Cheap. Aber ich spüre, dass es recht hat. Ich bin schwanger. Eins ist klar, Mutter darf davon nie etwas erfahren. Ich weiß auch nicht. Meinst du, man wird den Bauch erkennen? Wahrscheinlich schon. Sie findet sich ja jetzt schon fett. Oh,
Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht warum, aber ich bin anscheinend schwanger. Und wenn alle anderen Möglichkeiten wegfallen, muss ein Fluch dafür verantwortlich sein. Das ist großartig. Was? Nein, nein, so meinte ich das natürlich nicht. Aber überleg mal. Ich verflucht? Das klingt nach einem Abenteuer. Ist doch klar, was wir jetzt machen. Wir fragen Erzmagier Alistair. Er ist der weiseste Zauberer im Reich der Menschen und er ist ein Freund. Er wird uns sagen können, was das alles zu bedeuten hat. Oh nein, das wirst du nicht. Schon mal darüber nachgedacht, wer auf mich aufpassen sollte, damit so etwas nicht passiert? Ja, touché, ne? Alistair wird Antworten für uns haben. Wir müssen ihn im Magierturm zu Seefels aufsuchen. Nur, wie kommen wir dahin? Seefels ist viele Tagesreisen von hier entfernt. Ja, fliegen ist schön und gut. Vielleicht kannst du es mir ja beibringen. Nein, wir brauchen ein schnelles Transportmittel. Und dann sind da noch die Schildwachen an der Grenze. Sie können mit ihren Langbögen einer Fliege aus 400 Metern Entfernung ein Auge ausschießen. Und tun das auch, sollte die Fliege ohne Erlaubnis das Waldlandreich betreten oder verlassen. Gut, okay. Die haben bestimmt Hex an, aber gut. Das Losungswort der Schildwachen am Waldrand. Kennst du es? Das habe ich befürchtet. Er kennt es nicht oder er sagt es nicht? Genau das ist das Problem. Mutter wählt jeden Tag ein neues Wort aus und mir wird sie es garantiert nicht verraten. Ach, warum kennst du das Losungswort nicht? Du weißt doch sonst immer alles. Hey, alles wissen. Mutters Spiegel. Man sagt, er sei nahezu allwissend. Er könnte auch das Losungswort kennen. Aha. Ja, wenn wir zusammenarbeiten, können wir Licht in die Angelegenheit bringen, Cheep. Wie bist du eigentlich aus der Spieluhr entkommen? Wenn es ein Fluch ist, bin ich immerhin das Opfer, nicht die Täterin. Ja, ich weiß auch, dass sie uns so oder so die Schuld geben wird. Aber besser, wir haben einige Antworten im Gepäck, als einfach nur die Tatsachen zu präsentieren. Meinst du nicht auch? Eine Transportmöglichkeit und das Losungswort. Auf geht's! Okay. Süß, wie er sich da auf das Horn setzt. Haben wir hier jetzt noch irgendwas, was wir hier benutzen können? Nein. Kannst du vielleicht helfen, Medizinbuch? Hi. Na? Ich meine, hat es nicht gemeint, es steckte zwischen einem Fluchbuch und einem Kochbuch fest? Du wolltest mir doch etwas über Sex erzählen. Ja, dann klär mal auf. Du wurdest vorhin unterbrochen, als du mir gerade etwas über Sex erzählen wolltest. In der Tat. Man ist wohl der Meinung, eine Prinzessin brauche über solche Dinge nichts zu wissen. Nun erzähl schon. Ich könnte dir viel darüber erklären, aber es wäre unklug, es sich mit deinen Eltern zu verscherzen. Sie könnten mich verbrennen, an eine öffentliche Bibliothek verschenken oder mich sonst wie fürchterlich bestrafen. Wie laufen Elfenschwangerschaften ab? Sie sind menschlichen Schwangerschaften sehr ähnlich. Nur, dass sie dort nicht länger dauern. Etwa 4 Jahre. Boah, die armen Elfen. Du bist vermutlich im 6. Monat. Und wenn ich in die Welt der Menschen gehe, um mit dem Erzmagier zu sprechen? Die Zeit in der Menschenwelt vergeht schneller. Dann wird auch deine Schwangerschaft schneller verlaufen. So viel ist sicher. Was das für Auswirkungen hat, ist schwer zu sagen. Mir ist nicht bekannt, dass schon einmal eine Elfe außerhalb des Waldlandreichs ein Kind bekommen hat. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Wenn alles gut läuft, bin ich innerhalb weniger Tage zurück und weiß, was passiert ist. Das wäre zu empfehlen. Eine Schwangerschaft stellt seltsame Dinge mit dem Körper und dem Charakter an. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, was eine Turboschwangerschaft einer Elfe im Menschenreich bedeuten würde. Danke für deine Hilfe. Dafür bin ich doch da. Okay, Turboschwangerschaft. Haben wir hier an dem Schwertständer irgendwas, was wir mitnehmen können? Okay, wir können ihn drehen. Und vielleicht das kleine Schwert dann mitnehmen? Ne? Okay, wir können ihn wirklich nur drehen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal zurück ins Zimmer. Vielleicht können wir jetzt ja die Karaffe mitnehmen.
Genau, können wir jetzt. Perfekt. Nimm die Karaffe. Dich kann ich gebrauchen. Okay, die Spieluhr. Wie ist Cheep da rausgekommen? Ich weiß nicht, wie Cheep sich daraus befreien konnte, aber er erzählt gerne, dass er verschiedene mystische Kampftechniken beherrscht. Vielleicht hat ihm das geholfen. Bestimmt. Gut, dann schauen wir jetzt noch einmal schnell ins Schmuckkästchen. Vielleicht können wir da ja jetzt was rausnehmen. Diese Ohrringe hier. Die glitzern und blinken im Sonnenlicht. Das könnte nützlich sein. Okay. Gut, da würde ich aber sagen, machen wir an der Stelle für heute Schluss und brechen dann beim nächsten Mal weiter aus. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.